Der Herr sagt, bereut jetzt und macht den Sprung, denn das Urteil ist an der Tür. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. August 23, 2010, von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Des Herrn Worte gesprochen zu Timothy während einer Online-Versammlung für die kleine Herde des Herrn und für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr. Geliebte, ihr habt mich gesucht und dies habt ihr gut gemacht, doch die Fülle meiner Liebe müsst ihr erst noch verstehen. Denn ihr habt nur gekostet, ihr habt nur ein Schlückchen aus dem Becher meiner Herrlichkeit genommen. Mit eurem geistigen Auge habt ihr gesehen, aber nur undeutlich, ein flüchtiger Blick auf die Majestät von oben. Deshalb bitte ich euch jetzt, einen Sprung zu machen. Einen Sprung in der Erkenntnis, einen Sprung im Glauben, einen Sprung ins felsenfeste Vertrauen, ein Sprung, den sich nur wenige wirklich wünschen und vor welchem die meisten fliehen. Ein wundersamer Sprung, durch welchen einer fest in meiner Liebe landet, worin Frieden fließt, der jenseits des Verständnisses liegt und worin das Wissen des Heiligen vollendet ist. Weisheit einer solchen Art, wo die vorherige die spätere erfüllt. Weisheit, die rar bleibt unter meinen Leuten. Denn jene, die an meinem Tisch sitzen und auch einen in ihrer Mitte haben, der für mich spricht, werden durch eine höhere Linie getestet als ihre Mitmenschen. Eine Messlinie, über die viele stolpern und von welcher sich viele entfernen. Eine Messlinie, die Kirchen hassen und die Welt sich bemüht zu zerstören. Eine Linie, die keinen Anfang und kein Ende hat. Geliebte, ich sage euch die Wahrheit, die Menschen dieser Welt kennen mich nicht. Deshalb bin ich nahe herangekommen, um die Ohren aller zu öffnen, die sich danach sehnen, meine Stimme zu hören und ihr zu gehorchen. Ich bin nahe herangekommen, um die Augen aller zu öffnen, die den Wunsch haben, mein Gesicht zu sehen und an meiner Herrlichkeit teilzunehmen. Und schaut, ich habe meinen Geist ausgegossen, um die Herzen der Reumütigen wiederherzustellen und um neues Leben in all jene einzuhauchen, die meine Worte umarmen und sich bemühen, in meiner Liebe zu bleiben. Doch der verborgene Ort wartet gespannt auf jene Zeit. Denn ich komme und bin schon gekommen und schaut, ich werde auch zurückkehren und meine Herrlichkeit offenbaren. Ich habe mich nicht von meinen Leuten entfernt, denn mein Geist wohnt in meinen eigenen, und ich werde sie sicherlich heilen. Einige werden gebrochen vor der Zeit, und viele mehr danach. Doch da gibt es ein paar wenige, die in einem Augenblick gebrochen sein werden, weinend, Tränen, die wie ein Fluss in meinen Schoß fließen. Denn ich sage euch die Wahrheit, jeder von euch wird meine Gewänder durchtränken. Geliebte, an jenem Tag werdet ihr sterben, jede Last angehoben, jede Träne weggewischt, keine Schmerzen und kein Kummer mehr, jeder Schmerz vergangen, vernichtet in meiner Liebe, geheilt in meiner starken Umarmung. Und in jenem Moment wird euer Leben neu beginnen, in meinem Leben, ihr in mir und ich in euch. Deshalb versteht die Macht und Majestät der Liebe Gottes, welche ich bin, denn die Messlinie, von welcher ich spreche, ist ein Band, das niemals durchtrennt werden kann. Die gleiche Linie, mit der alles gemessen wird. Die Linie, durch welche richtig von falsch getrennt wird.
die Linie, in welcher reine Liebe fließt, mit unendlicher Gerechtigkeit. Jeden letzten Unrat im Herzen meiner Geliebten eliminierend. Geliebte Kinder, ich bin jene Linie. Da gibt es keinen anderen Weg, denn ich bin die einzige Wahrheit. Und abseits von mir gibt es kein Leben. Geliebte, meine Herzensseiten bleiben sicher verbunden mit den Herzen all meiner Auserwählten, ob sie wach sind oder schlafen, weit weg oder nahe. Denn mein Leben ist eine Linie, die niemals zerrissen werden kann. Schaut, meine Liebe dauert für immer. Deshalb kommt zu mir und ich werde euch Ruhe schenken. Seid zu mir hingezogen, damit ich euch hochheben kann. Denn ich sage euch die Wahrheit. Mein Zorn kommt. Schaut, er ist schon hier. Meine heftige Eifersucht brennt wie ein wütendes Feuer und ist dabei, die komplette Fülle zu erreichen. Schwankt nicht, aber versteht, denn mein Zorn ist erforderlich und mein Zorn beruht auf meiner Eifersucht, durch welche auch mein unendlicher Kummer offenbar ist. Denn mein Zorn geht aus dem Kummer hervor und meine Wut bricht hervor wie bei einem Ehemann, der eifersüchtig ist aufgrund seiner Braut. Mein Zorn ist wie der eines Vaters, der seine Kinder beschützt, mächtig im Kampf, die Linien durchbrechend. Vergeltung für alle Nationen, die verärgern und beleidigen. Für alle, die meinen Geliebten geschadet haben. Rache für alle, die meine Kleinen getötet haben. Für alle, die teilhatten an der Ermordung der Unschuldigen. Schaut, da ist nur einer unter euch, der meinen Zorn flüchtig erblickt hat, welcher Art er wirklich ist, nur einer, der meine Tränen gekostet hat. Denn meine Leute kennen mich nicht und jene innerhalb der Kirchen der Menschen lehnen es ab, mich zu akzeptieren, wie ich bin. Noch bemühen sie sich, es zu verstehen. Denn wenn ich sie warne vor meinem Zorn, oder wenn ich von meiner Wut spreche, drehen sie mir immer ein taubes Ohr zu. Sie können es nicht ertragen, zuzuhören. Noch können sie erkennen. Schaut, sie hassen den Klang meiner Stimme und werden meiner Korrektur keine Beachtung schenken. Sie lehnen sie ab und verleumden all jene, die ich sende. Geliebte, sie erkennen mich nicht mehr und wollen keinen Teil an mir, wie ich wirklich bin. Deshalb wird mein Zorn über sie kommen an einem Tag und zu einer Stunde, wo sie es nicht erwarten. Schaut, über die ganze Erde werde ich mein Urteil ausgießen an jenem Tag. Deshalb rufe ich all jene hier und auch all jene, die meine Briefe umarmen, dazu auf, einen großen Sprung zu machen und die Linie zu ergreifen. Denn ich bin der Herr, der Schöpfer von Himmel und Erde. Schaut, ich bin auch euer Vater, euer Ehemann, euer allerbester Freund, die liebende Barmherzigkeit Gottes. Deshalb fürchtet euch nicht, aber versteht, wenn ihr teilhabt an der Liebe, so habt ihr Teil an mir. Und wenn ihr Liebe versteht, dann werdet ihr mich kennen, wie ich wirklich bin. Das Geheimnis Gottes offenbart in den Armen des Geliebten, der Heilige von Israel, euer Erlöser, euer Leben, eure Gerechtigkeit. Yahushua, Yahweh, das Gesicht des unsichtbaren Gottes, der ich bin.